Also meine persönliche Meinung dazu ist, es wird zu wenig Kontrolle gemacht. Zu wenig Kontrolle, viele, viele beziehen zu Unrecht das Geld und es wird mit vollen Händen ausgegeben, wo es an anderen Enden fehlt. Leute aus Deutschland, die was 50, 60 Jahre gearbeitet haben und Rentner sind jetzt, die müssen Flaschen sammeln, damit sie die Miete bezahlen können, damit sie halbwegs zurechtkommen. Ich finde das nicht richtig. Sind Sie auch schon Rentner? Ich bin auch Rentner, ja. Ja, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 69, ich wäre 70 jetzt noch. Dann sind Sie 70. Und warum stehen Sie jetzt hier und verkaufen Zeitungen? Damit ich zurechtkomme. Okay, also die Damit Rente reicht nicht? reicht nicht, nein. Ja. Rente reicht nicht, das ist ein großes Problem auch. Und deshalb verkaufe ich die Zeitungen, habe ich im Monat vielleicht 200, 300 Euro dazu. Dazu, ja. Und damit ich zurechtkomme. Was haben Sie gearbeitet? Ich war Schweißer. Schweißer, Ja. okay. Bin dann aber in Ding gekommen, hier in Minimalrente, weil ich sehr krank bin. Bitte sind was? Sehr krank. Sehr, sehr krank. Also Sie mussten in Frührente gehen? Ja. Okay, und dann dementsprechend haben Sie natürlich Abzüge bekommen, ja. Genau. Und was bekommen Sie an Rente, wenn ich fragen darf? 530 Euro. 530 plus die Zeitungen, 200, 300 Euro. Ja. Und müssen Sie alles selber bezahlen, die Wohnung und so weiter? Muss Oder ich alles selber Sie bezahlen. kriegen keine Zuschüsse? Also ich bekomme noch Zuschüsse vom Sozialamt, das heißt das Bürgergeld dann, dass ich mir das so auf 890 Euro komme. Aber wie schon gesagt, zum Leben ist es schwer. Also es ist sehr schwer, weil gerade das Thema Inflation und Ja, Supermarktpreise und so genau. weiter. Alles ist teuer geworden. Durch Corona hat es angefangen. Alles ist teuer geworden. Die Leute sparen, wissen alle nicht, wie sie zurechtkommen. Also viele nicht, ja. Und das ist wirklich ein Problem, ja. Was muss ich sagen, egal jetzt, wer an der Regierung ist, ja, aber momentan ist es schwer. Ja, was denken Sie, wird das jemals besser oder wird das ewig so bleiben? Also ich hoffe ja jetzt, dass eine andere Regierung rankommt, dass es ein bisschen eingedämmt wird, dass mit der Ukraine hier und dass das Geld nicht mehr Verschwendet wird ja, oder rausgeschmissen? verschwendet. Ja, Das ist der richtige Ausdruck. also Sie meinen, dass das Geld eher einfach in die deutsche Bevölkerung oder das deutsche Land investiert werden sollte? So ist es. Ja, also So ist es. wie stehen Sie denn dazu, auch noch zu den Waffenlieferungen und so weiter? Sollte alles eingestellt werden oder kann es so weitergehen? Also, ich finde den sowieso ein Unsinn, den Krieg. Ja, Der Krieg ist immer Blödsinn, ja, das ist man ja. sowieso. Viele Unschuldige müssen ihr Leben lassen und auch die ganze Wirtschaft leidet darunter, nicht nur Deutschland, auch europaweit, weltweit. Und ich finde es traurig. Ja, was müsste sich denn jetzt ändern in der Politik, Ihrer Meinung nach? Weil Sie meinen, eine neue Regierung, was. Ja, also das Problem Ukraine, dass man da hier nicht mehr so viel Geld hier rausgeschmissen wird aus dem Fenster. Also das ist für meine Meinung ist es so. Und das ist einfach mal ein bisschen Konjunktur wieder, viele gehen nach Ausland, ja, die ganzen großen Firmen gehen nach Ausland und investieren im Ausland. Das bleibt, das Geld nicht in Deutschland. Man macht ja der jetzigen Regierung den Vorwurf, dass sie die Wirtschaft komplett abwirtschaftet, Ja, wie es sich schon anhört, sehe dass ich viele genauso. Firmen deswegen weggehen Ja, ins Ausland, weil sie da ja, billiger produzieren können, ja, etc. ja. Und Ja. das Geld fehlt ihnen dann. Ja. Ja, meinen Sie, Deutschland geht richtig kaputt, wenn man das so sagen kann? Ich will es aber nicht hoffen. Also ich Ja. möchte es nicht hoffen. Aber es ist schwierig, eine schwierige Lage. Ja. Viele denken, wie soll ich sagen, viele sind dann nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ja. Das ist Meinen Sie die Menschen Ellbogengemeinschaft. allgemein jetzt wie hier auf Ja, der Straße? allgemein. Die haben sich verändert seit Corona und seit dem Krieg haben die sich verändert. Ja. Und das merkt man auch. Ja, Sie meinen, das Miteinander fehlt? ja Oder? auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und das seit Corona ist es eskaliert oder Kann man ausgeartet? so sagen, kann man so sagen. Ja, ich meine, man hat ja gesehen, wann war das? 21, ne, ging es los? Ja. Das quasi allein mit den Masken tragen und sowas, Supermarkt, wer es Ja, nicht gemacht hat, oder ja. Geimpfte gegen Geimpfte und Ja. so weiter. Und alles ist teurer geworden. Alles ist teurer geworden. Ja. Und wie sollen das Rentner? Klar steigt die Rente, aber die müssen ja auch wieder Abgaben abführen, die Ja, also Rentner. Ja. das die Also es bleibt im Portemonnaie bleibt da nichts. Nichts mehr.
Nein, also die Rente steigt ja auch quasi nur um wenige Prozent, ja, ja. Aber die Inflation ist ja im Endeffekt höher und ja, auch sehr spürbar. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also es ist wirklich schwierig, dass man hier zurechtkommt. Also das ist wirklich so. Und ich, man macht sich Sorgen, man macht sich Gedanken darüber. Ja, aber es muss doch mal irgendwie eine Regierung ran, die was ein bisschen eindämmt auch, ja? Dass viele sinnlose Geld ausgeben. Also für mich ist es sinnlos. Meinen Sie, die Regierung interessiert die Sorgen und Nöte der Bevölkerung überhaupt nicht? Dass die einfach Hauptsache an der Macht sind, Geld, also manchmal, ihre Diäten? Manchmal denke ich das. Ja. Also manchmal denke ich das wirklich, ja, dass die sich gar keine Gedanken machen um die Leute hier. Ja. Der Mittelstand vor allen Dingen auch, ja, die ganzen Firmen, die was zu kämpfen haben, damit sie die Leute bezahlen können, ja. Es geht den Bach runter. Ist ja auch ein Rattenschwanz, muss ich sagen. Wenn einer Firma schlecht geht, die von der anderen abhängig ist und so weiter. Ein Kreislauf. Ist ein Kreislauf, ja. Haben Sie da irgendwie schon persönlich was mitbekommen, vielleicht von Freunden und Bekannten? Ja, also ich unterhalte mich mit sehr vielen Leuten hier, ja. Weil ich jeden Tag hier stehe. Und jeder sieht das auch, dass es in Deutschland momentan gar nichts passt. Es passt einfach nicht. Also meinen Sie, das ist vielleicht teilweise Absicht oder einfach nur Dummheit von der Regierung? Also Absicht, das wäre ja schlimm, wenn es Absicht wäre. Ich würde eher mal sagen Dummheit. Ja, einfach unfähig, ja? Ja, unfähig, ja. Wer ist denn für Sie die unfähigste Partei aktuell, wenn Sie das nennen möchten? Ich würde mal sagen, momentan alle drei Ampel. Alle drei, die in der Ampel sind. Ja. Die wurden jetzt auch gerade sehr, sehr stark abgestraft, muss man sagen. Jetzt war ja am Wochenende Wahlen, Sachsen und Thüringen. Ja. Die AfD, muss man so nennen, ist sehr stark geworden. Ja. Ja. Ich kann die Leute auch verstehen. Ja. Ich kann die verstehen, weil wenn ich jetzt hier mal hier den Kaiserstraße hochlaufe, es sind zu 70% Ausländer. Okay, ja. Ausländer. Also ich war ja lange nicht mehr hier, ja. Hauptsache aber so ein Ding und die machen nebenbei, kaufen sie Drogen und bekommen Geld vom Sozialamt, alles. Und machen nebenbei noch dunkle Geschäfte auch. Ja. Wie stehen Sie denn allgemein zu der Migration? Sind es zu viele? Ich finde, es sind zu viele. Ja, also viele sagen ja unkontrollierte Einwanderung. Genau. Aber im Endeffekt die ersten, die 2015 gekommen sind, das sollte ja eigentlich nur ein, Asyl ist ja nur ein temporärer Zeitaufenthalt. Genau, ja. Dankeschön. Ja. Und die meisten müssten ja eigentlich gehen, oder die meisten, wird ja auch vorgeworfen, seit 2015 dürfte ja gar keiner mehr hier sein, weil die kommen ja alle von sicheren Drittländern. Wie stehen Sie denn dazu? Es passt sowieso nicht mit Abschiebung, das hat ja kein Hand und Fuß. Ja, also die werden kriminell und werden trotzdem nicht abgeschoben, weil die Regierung unfähig ist, hier Gesetze zu machen, die was dann auch Hand und Fuß haben. Ja, das fehlt. Das ist ja alles nur so 0815, was die hier machen, ja. Und was das, ich verstehe das einfach nicht. Ich bin kaputt, ich habe keine Politik studiert, aber ich kann das, also das muss man doch sehen. Meinen Sie, das wird absichtlich auch ignoriert einfach? Also, oder sind Sie sich einfach uneinig? Oder was könnte das also Problem sein? Also uneinig sowieso. Ja. Ja, der eine zieht am linke, der andere zieht an der rechte und der andere, der schaut gar nicht hin. Also von den drei Parteien. Also ich verstehe das nicht, wie die sich so behagen können, dass sie zusammen eine Idee finden oder dass es wirklich Gesetze schaffen, die was Hand und Fuß haben. Ja, wie stehen Sie denn zu den Medien? Klären die genug auf oder werden da viele, man nennt es Fake News, verbreitet? Ja, vieles. Vieles wird verbreitet. Vieles wird verbreitet. Die Medien, ich finde das schon gut, was sie machen. Ja? Weil die auch, aber die wissen, wie soll ich denn sagen, zu 90% dann sind das schon den Leuten mitteilen. Ja? Aber 10%, diese Dunkelziffer, was die Menschen nicht mitbekommen, das muss man ja auch noch sehen. Ja, man wirft ja den Mainstream-Medien vor, dass sie sehr regierungstreu sind und eigentlich nicht wirklich, wie Sie gerade sagen, die Wahrheit
preisgeben, wie es ja. wirklich ist. Ja, ja, also ein, so eine Art Regierungsschutz auch. Ja, früher waren die Medien wohl laut Stimmen anderer Mitbürger kritischer und heute ja, wird nur noch Propaganda in Anführungsstrichen gemacht für die Regierung. Ja, sehen Sie das auch so? Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Aber das größte Problem ist wirklich momentan, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht. Die ganzen großen Firmen investieren im Ausland statt in Deutschland. Das Geld bleibt nicht in Deutschland. Das Geld wird unsinnigerweise ausgegeben für Migranten, für Ukraine, die kommen hierher, die werden nicht überprüft, gar nichts, die bekommen einfach das Geld zugeschustert. Das ist nicht korrekt. Das darf nicht sein, ja. Das darf nicht sein. Was würden Sie denn jetzt tun, wenn Sie heute Bundeskanzler wären? Als allererstes. Also wenn ich heute Bundeskanzler wäre, ich würde das eindämmen, diese ganze Flüchtlingsding eindämmen. Und auch, dass es die Firmen, die großen Firmen, wieder in Deutschland investieren und nicht im Ausland. Wie könnte man das erreichen mit weniger Steuern? Mit etwas weniger Steuern, das ist wichtig, mit etwas weniger Steuern. Und wo auch die Mittelbetriebe, dass die zumindest überleben können. Ja. Und okay, das wäre es dann auch schon. Also da haben Sie mir jetzt weitergeholfen, vielen Dank. Ich kaufe Ihnen jetzt auch noch, ich gebe Ihnen noch ein bisschen was für die Zeit. Ja, so, das sind 5 Euro, ja. So, ich bedanke mich ganz herzlich, ja. Gerne. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, Ihnen auch. Tschüss.